So, wir haben noch ein paar Leute, mit denen wir sprechen können. An der Zahl sind es 4, so wie ich sehe. Dann tun wir das. Sigurd hat den Ruf dieses Clans in ungeahnte Höhen getrieben, Herr. Wir hätten uns keine glücklichere Heimkehr wünschen können. Oh doch, das hätten wir. Wäre Sigurd die letzten beiden Winter hier in Formberg gewesen und hätte unsere Lande verteidigt, wären wir Kjötvi vielleicht schon los. Du sagst immer, wir brauchen mehr Krieger, um gegen Kjötvi zu kämpfen. Dafür brauchen wir Reichtum. Und den hat Sigurd uns nun gebracht. Mit dem Reichtum, den er bringt, kann man kein Heer kaufen. Er zögert unser Ende nur hinaus. Du sprichst wie ein Mann, der schon mit einem Fuß in Helheim steht. Hast du denn keinen Plan, wie wir dieses Land von unserem Feind befreien? Oder obliegt es Sigurd und mir? Einen Plan habe ich. Doch es obliegt Sigurd und dir, ihn einzunehmen. Und ich brauche dein Wort, dass du das tun wirst. Wenn du es so befiehlst, mein König, dann ist es so. Meine Axt gehört dir, bis zum Ende. Wir werden sehen. Ich muss tatsächlich wieder wechseln. Der männliche Eivor gefällt mir wirklich nicht. Nicht so wie die weibliche Eivor. Oder wo kann wir das denn jetzt wechseln? Oh, wo war denn das jetzt? Oder können wir immer nur in dem und dem Abstand wechseln? Fertigkeiten. Inventar. Wo war denn das jetzt? Da, Animus. Aha. Geschlecht ändern. So, weibliche Eivor auswählen. Ja, die ist mir viel sympathischer. So, das gefällt mir doch gleich viel besser. So, dann reden wir mit Randvi. Randvi. Eivor, hast du Valka einen Besuch abgestattet? Habe ich. Und? Es ist nichts, worüber ich sprechen könnte. Oder wollte. Ich verstehe. Hat sie dich gerade noch Bett wird warm sein, nun da dein Mann zurück ist. Das muss ein schönes Gefühl sein. Ein anderes Gefühl. Wärmer, aber mit weniger Platz, um mich auszustrecken. Freust du dich nicht über die Rückkehr deines Mannes? Natürlich. Doch es ist so lange her, er kommt mir vor wie ein Fremder. 3 Winter sind wir verheiratet und 2 davon war er fort. Kannst du das Feuer, das einst brannte, nicht neu entfachen? Wenn er ins Bett kriecht, um mich zu wärmen, wie du sagst, dann tut er das mit Fürzen und Metatem. Ah, hätten nur alle so viel Glück. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Aber jetzt mal wirklich hier ohne Scheiß. Das ist voll Cassandra. Mega! Aber hier können wir sitzen, okay. Wen haben wir da? Ah, ein Assassinen. Heitam, richtig? Ja. Und du bist Eivor? Genau. Ich hoffe, der ganze Trubel ist dir nicht zu viel. Wir reden meist genauso viel, wie wir trinken. Keineswegs. Der Qualm aus der Feuergrube brennt in den Augen. Aber die Wärme ist angenehm. Natürlich. Wo du lebst, soll es ja auch recht warm sein. Wo ich lebe, ändert sich von Woche zu Woche. Doch ich bin stets an der Seite meines Mentors, Bassim. Dein Lehrmeister? Zu welchem Zweck? Für einen noblen Zweck. Einen, der so wahrhaftig ist wie die Welt alt. Doch belassen wir es vorerst dabei. Ich verstehe. Nur falls du vorhast, dich den Rest der Nacht in Schweigen zu hüllen, dann halte dich von Theklas Met fern. Ah, danke für die Warnung. Das wird kein Problem sein. Also es sind auf jeden Fall Assassinen, das sieht man ja allein schon an der Rüstung und hier Kapuze und bla und Keks. Sie sehen tatsächlich wirklich sehr angelegt an den zweiten Teil aus. Natürlich ein bisschen abgeändert, hat aber die meiste Ähnlichkeit wirklich mit dem zweiten Teil. Du bist Bassim? Du hast ein gutes Gedächtnis. Und du kein Met. Darf ich das beheben? Sigurd sprach oft von dir. Er nannte dich seinen rechten Arm, eine gefeierte Kriegerin. Es ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Gleichfalls, Bassim. Und wie hast du meinen Bruder kennengelernt? Er kam vor einigen Monaten nach Konstantinopolis, um Vorräte zu laden, sagte er. Aha. Doch ich wusste es besser. Männer mit einem solchen Glanz in den Augen haben meist große Pläne. Ich glaube, er wollte die Hagia Sophia plündern. Das klingt nach ihm. Ich werde dich nicht mit den Details unseres Treffens langweilen, doch ich mochte deinen Bruder von Anfang an. Ich sah etwas in ihm, das mich gleich in den Bann zog. Als wäre die vergessene Erinnerung an eine alte Freundschaft hervorgetreten. Ja, er hat diese Wirkung auf Menschen.
Genieße deinen Abend, Basim. Haben wir da tatsächlich eine Überschneidung mit Assassin's Creed Revelations? Weil Konstantinopel ist ja dann die Stadt, in der Assassin's Creed Revelations spielt. Und jetzt, wo er es sagt, also er zumindest, weil seine... Nee, ich glaube, die sehen fast gleich aus. Aber die Rüstung... Das ist schwierig zu sagen. In welche Zeitlinie man das irgendwie reinschieben soll. Ich weiß jetzt leider nicht, in welchem Jahrhundert Revelation spielt. Also aus dem Kopf weiß ich es nicht. Müsste ich mal nachschauen. Aber das wäre natürlich mega cool. Aber na klar, bei so vielen Assassin's Creed-Teilen, die es mittlerweile gibt, ich glaube, das ist der 11. oder 12. ist das zwangsläufig gar nicht mehr so wirklich zu vermeiden. Ich suchte lange ein Geschenk, das deiner würdig ist. Du hast meine Neugier entfacht, Bruder. Was ist es? Noch nicht. Erst trinken. Auf meine erste Nacht in Thornberg nach über 2 Wintern möge ich am Ende mettrunken und mit glasigen Augen die Schatten von Trollen anschreien. Und du willst, dass ich diese Honigwellen mit dir befahre? Ja, du hörst mich nicht los. Und jetzt trink! Ich finde Met so absolut ekelhaft. Ich hab's mal probiert. Ist gar nicht mein Fall. Du würdest selbst Thor beschämen. Vergib mir. Am Tag deiner Rückkehr hätte ich dich gewinnen lassen sollen. Du solltest mich anfangen lassen. Schön, dass du wieder da bist, Sigurd. Ja, ich habe das hier schrecklich vermisst. Als ich Basim das erste Mal traf, unterhielt ich ihn mit Geschichten aus unserer Heimat. Und dabei verspürte ich plötzlich ein heftiges Heimweh. Na, ich glaube, das kennt so ziemlich jeder. Oh, da ist auch jemand Neues bei, oder? Kommt. Oder sind das die beiden? Efim und Basim? Nun zu deinem Geschenk. Diese Männer waren meine Hirten in einem Großteil ihrer Heimat, des Abbasidenreichs. Ihr Clan ist nicht durch Blut, sondern einen gemeinsamen Gedanken verbunden. Eine Schattenbruderschaft, die für ihre eigene Gerechtigkeit sorgt. In unserer gemeinsamen Zeit teilten sie viele ihrer bestgehütetsten Geheimnisse mit mir. Dafür bin ich dankbar. Und nun überreiche ich dir eines dieser Geheimnisse. Ja, ich hab's geahnt. Geil. Für die beste Kriegerin, die ich kenne. Die versteckte Klinge. Wir bekommen sie endlich. Wir können Attentate ausführen. Ja, komm, sieht harmlos aus. Den müssen wir jetzt machen. Damit wir erklären können, keine sehr bedrohliche Waffe, oder? Ein Armschutz mit einer winzigen Klinge. Sie mag nicht nach viel aussehen, doch jene, die ihre Wirksamkeit unterschätzen, sind oft die Ersten, die durch ihren Stich sterben. Mentor, ich muss protestieren. Das ist gegen die Tradition. Diese Klinge ist ein heiliges Werkzeug. Schreibe kaltem Metall nicht mehr zu, als ihm zusteht. Was zählt, ist der Geist, der sie führt. Bitte, leg sie an. Da muss ich aber auch wieder sagen. Die Klinge sollte an der Unterseite deines Arms anliegen, um sie zu verbergen. Ich habe nicht vor, sie zu verbergen. Und ich würde ungern euer Missgeschick wiederholen. Genau darauf wollte ich eingehen. Früher war es Tradition, dass man... Gefällt mir. ...durch die versteckte Klinge... Das war kein Missgeschick, sondern ein freiwilliges Opfer, um unsere Verbundenheit zum... Ein guter Anfang, Eivor. Aber du musst lernen, sie effektiv einzusetzen. Genau das meine ich nämlich. Draußen. Das müssen nicht alle mit ansehen. Geh voraus. Ja, die versteckte Klinge erhalten. Cool. Wie gesagt, was ich meinte halt, früher hat man halt durch die versteckte Klinge einen Finger opfern müssen, weil der halt dann einfach im Weg war. Das wurde ja dann abgeändert, ich glaube in Assassin's Creed 2 oder Brotherhood. Finde ich cool, also ich glaube tatsächlich, euer Clan, hat der einen Namen? Für wahr,
Doch unser Credo verlangt, dass wir schwören, Außenstehende nicht zu viel zu verraten. Vielleicht erfährst du bald mehr. Doch nicht hier, wo die Wände und Bäume Ohren haben können. Ich freue mich drauf. Naja. So, wir machen hier kurz einen Cut. So, dann schauen wir mal, wohin wir Sigurd folgen sollen. Und warum. Also, wie man ja mittlerweile unschwer schon erkennen kann, geht es hier auf jeden Fall gerade um die Assassinenbruderschaft. Es gibt sie ja schon länger. Und schauen wir mal. Ah, mit der versteckten Klinge. Komm, ich zeige dir ein paar unserer grundlegendsten Techniken. Okay, muss man kurz die Kamera drehen. Und sorgsam geführt, tötet unsere Klinge mit einem Streich. Nähere dich deinem Ziel und finde den richtigen Moment. Das ist entscheidend. Okay, das heißt, Attentate sind wirklich wieder tödlich? Ah, von hinten wahrscheinlich. So, machen wir mal hier. So, zack. Achso, wir müssen erst auf die Figur gehen, okay. Zack. Schön gemacht. Noch nie sah ich eine so scharfe Klinge. Manche Ziele sind schwieriger als andere. Bedenke das, bevor du zuschlägst. Aber... Ah, okay. Gut, es bleibt also dabei, dass wir... Ein guter Versuch. Dass wir nicht komplett töten können. Greif je nach dieses von der Kante aus an. Von der Kante? Achso, okay, von oben. Also ein Luftattentat. Okay. Oh, muss ich jetzt hier extra innen hochlatschen, oder? Hä? Ach ja, ich vergesse immer, dass es ja die Leertaste ist, Mann. So, hier ist... Ja, ganz genau so. So, da kommen wir jetzt wahrscheinlich zum Luftattentat. Wie wär's mit einer Herausforderung? Spring von oben auf das Ziel. Haben wir. Und jetzt kommt er auf mich auf. Okay. Gut. Nutze, wenn möglich, deine Umgebung. Greif zum Beispiel aus diesem Heuhaufen an. Lass dir Zeit mit der Klinge. Brauchen wir nicht. Mentor. Kennen wir. Eivor vor sich uns anzuschließen? Komm hier. Stecken wir die Puppe noch. Warum erhält sie dann die Klinge? Sicher gibt es andere. Heitam. Schweig. Du findest die Klinge gut. Lassen wir Eivor mit ihrem Geschenk allein. Komm. Dass überhaupt jetzt Eivor mit der Tradition gebrochen wird, finde ich schon hart. Dass die Klinge halt nicht mehr auf der Innenseite des Arms liegt, sondern an der Außenseite, weil sie möchte sie ja nicht verstecken. Was hältst du von meinen neuen Freunden? Sie scheinen gleichermaßen großzügig wie bedrohlich zu sein. Ja. Ich weiß, was du meinst. Und gebildet sind sie auch. Sie nutzen Zahlen und Schriftzeichen, als wären sie Seder. Basim hat mir so viel über die Welt beigebracht. All das werde ich mit dir teilen, wenn die Zeit reif ist. Ja, ich stehe doch hier. Ah, okay. Jetzt. Oh, wie habe ich diesen Geruch vermisst? Bleibst du jetzt hier? Oder willst du dich dieser Schattenbruderschaft anschließen? Später, Eivor. Heute sind wir als Familie vereint. Das Hier und Jetzt ist es, was zählt. Die Familie, der Clan und der Ruhm. Ich habe dich vermisst, Bruder. Deinen klaren Kopf, dein Mut. In den letzten Monaten mangelte es uns an beidem. Ach, du schmeichelst mir, Wolfsmal. Mach weiter so. Von hier bis Valhall werde ich immer an deiner Seite sein, Sigurd. Immer. Dieser Fjord ist zu klein für mich geworden. Oder ich zu groß. Jenseits dieser steinernen Fangzähne, die uns umgeben, gibt es noch so viel mehr. Mach mal eine Steine nicht schlecht. Irland, finde ich voll cool. Das Frankenreich. Alles grün und fruchtbar und reif zum Pflücken. Morgen führen wir Krieg gegen Kjötvi und holen uns das Land zurück, das er uns nahm. Und dann errichten wir dort ein Königreich. Nur für uns. Ich bin bei dir. Gib nur den Befehl. Gut. Ruh dich aus und komme im Morgengrauen hierher zurück.
Da stelle ich mir jetzt natürlich auch die Frage, hießen die Länder früher wirklich so? Ich meine, in einigen Punkten ist Assassin's Creed ja wirklich geschichtlich korrekt, in anderen wieder nicht so. Aber hieß England zum Beispiel früher Englaladen? Englaland? Und das Frankenreich? Das kann nicht stimmen! Odin kämpfte gegen sein Schicksal. Es ist möglich. Hm. Ist interessant. Muss ich, glaube ich, wirklich mal nachprüfen. Scheiße. Kjötvis Krieger. Ui, ein Spion? Oder ein Speer? Oh, wir haben wieder zwei Fertigkeitspunkte. Die geben wir direkt mal aus. Könnte uns vielleicht im nächsten Abschnitt helfen. Was haben wir da? Weg des Wolfs? Nein, wir sind auf Rabe aus. Jo, nehmen wir sofort. Und wir haben den nächsten Baum freigeschaltet. Geil. Komm, nehmen wir auch. Wir kämpfen eh hauptsächlich mit leichten Schaden. Gut. Das war's auch schon. Oh, Kernherausforderung abgeschlossen. Cool. Oh, da hätte ich... Oh, ich war zu spät. Das hätte ich gerne nochmal gesehen. Und ich muss mal kurz schauen. Nee, Inventar haben wir nichts Neues. Uns fehlt echt noch ein Helm und was für die zweite Hand. Ich denke mal, wir können hier auch so den übelsten Motherfucker-Doppel-Axt-Kämpfer machen. Sie kommen nie allein. Ich muss die anderen finden. Okay, das heißt, wir haben... Was siehst du? Wieder einen Einsatz für unseren Raben. Warum wird uns der Berg so angezeigt? Ja, mal, das wird wichtig sein. Was haben wir da denn? Was ist das? Achso, das ist das Dorf. Okay, alles gut. So können wir nicht wirklich was entdecken. Halt. Natürlich nehmen wir die sehr gerne mit. Einmal hier in der Reserve. Hauptsache steht sie da jetzt. Okay. Oh, komm. Ja, wie gesagt, kein Spiel ist mittlerweile am Anfang bugfrei. Das Spiel ist ja jetzt noch nicht so lange draußen. Ich bin gespannt. So, jetzt muss ich nochmal schauen. Zeig es mir. Ah, okay. Da ist irgendein Lager. Odin Sicht hier wichtige. Och Mann, entweder lese ich das zu spät oder einfach zu langsam. Pfeifen. Das kennen wir schon, Gegner anpfeifen. Wir sollten zurück nach Netherfall und Bericht erstatten, solange wir können. Kurz in die Hocke gehen. Wir können Kjötvi von den Landschiffen berichten. Kommst du denn hier? Oder ihn den plötzlich über den Schreibtischkörbchen bringen. So, einmal was ist besser? Nun gut. Auf. Wenn Lyo zurückkommt, legen wir den nächsten Schritt ab. Zwei. Doch ich will hier nicht unnötig verweilen. Hier können wir einen jammer nicht wie ein Kind. Luftmaschinen ausführen. Zack. Eins auf die Bühne. Straßenbande. Gut. Haben wir den peinlichen Moment für die heutige Folge auch weg. Der kehrt uns den Rücken zu. Hier können wir was lesen. Wie viele? Achso, okay. Zack, down, tot. Und wieder, einfach die Bahn. Und Sigurd muss davon erfahren. Ja, die schicken uns auf jeden Fall Speer auf den Hals. Das ist kein gutes Zeichen. Nicht wirklich, zumindest. So, hier können wir... Ach, probieren. Ah, wir können ja nur ein Ding hier und so. Ne? Ja, ihr wisst, was ich meine. Deswegen muss ich die Tasche unbedingt verbessern. Das heißt, wir brauchen mehr Leder. Halt. Ah, ne. Können wir auch nicht mitnehmen. Ist ja voll. Gerade darüber gesprochen. Ist hier halt oder muss ich mitnehmen, aber ne, ist ja voll. Okay. So, hier ist wieder unser Trainingszentrum. Nein, nicht da rein. Du sollst da. Mit jedem rüber. Tag, den wir warten, wird Kjötvi stärker. Ich. Oh, eine geheime Besprechung. Sind wir da etwa gerade reingeplatzt? Wir haben nicht die Leute, um Kjötvis Feste zu stürmen. Die Verluste wären zu groß. Die Verluste sind jetzt schon zu groß, Vater. Bis diese Schlange tot ist, wird sie uns vergiften. Tag um Tag, Tropfen um Tropfen. Das Gift hat bereits unser Wasser verschmutzt. Götter, Eivor, was ist geschehen?
Späher in unserem Lager. Drei Männer von Kjötvi geschickt, uns im Schlaf zu töten. Ich vergalt es ihnen. Da hörst du es. Das hast du vom Warten. Wir müssen auf diese Schmach antworten. Sie kamen aus Netafall, dem Walfängerdorf in Kjötvis Einflussbereich. Doch schlagen wir zu. Wir brennen es nieder, bevor Kjötvi vom Tod seiner Späher erfährt. Er könnte mehr geschickt haben. Ich suche das Dorf ab, während du die Mannschaft sammelst. Nicht nötig. Heitam wird das Gebiet absuchen. Verlasst euch auf ihn, während wir unterwegs sind. Wir? Willst du dich anschließen? Ich bin nicht wie ihr für Valhall vorgesehen. Aber dies wird nicht meine erste Schlacht sein. Das gefällt mir nicht. Aber ich halte euch nicht auf. Führe meinen Sohn nicht in denselben Sturm, der dir folgt. Hm. Schwierig, schwierig. Plündere. Okay, wir müssen mit dem Schiff reisen, bei der Entfernung. Ja, was soll ich sagen? Also ich finde es cool, dass sich die Assassinen jetzt mit den Wikinger verbinden. Wie das Seil erstmal auf meinem Schuh liegt. Na gut, von hier sieht es nicht ganz so cool aus, aber so voll geil. Ja. Wir reisen los. Also wie gesagt, ich finde es mega cool, dass sich jetzt wirklich mal die Assassinen mit den Wikingern verbinden. Dann mal los. Neue Verbündete, bla bla bla. Ist schon eine coole Sache. Ah, die Animation, wie die auch echt erst die Ruder in die Hand nehmen müssten. Hier können wir nicht segeln. Okay. Sinkt, meine Raben. Dieser Wind würde die Segel füllen. Hä? Ich drück doch eh. Wir machen später weiter. Renngier, als ich fort war, fernab dieser frostigen Küste, so, das heißt, wir haben einen weiten Weg vor uns. Ich weiß, wir haben hier auch so an den Rätseln und Reichtümern und so noch ein bisschen was zu tun. Angst, ihn nicht wie ein abgestochenes. Das werde ich aber offscreen machen. Das muss halt nicht in jedem Part drin sein. Die Zeit ist so schon sehr begrenzt. Die ich liebe und vermisst habe, in den Kampf zu ziehen. Deswegen beschränke ich das auf Offscreen. Heute Abend schlägt sein Herz wild vor Sorge. Morgen zerplatzt es. So dass wir mehr Zeit für wirklich relevante Sachen haben. Doch sie werden ihn nicht erhöhen. Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Hier einmal rum und dann da drüben hin, okay. Da haben wir wieder ein Reichtum. Ich find's echt geil, dass sie wieder diese Fortschrittsanzeige eingebaut haben. Gefällt mir sehr gut. Du kennst diese Insel. Hat mir in Origins und Odyssey sehr gefehlt. Führe uns zum Sieg. Ich weise den Weg, aber führen musst du uns. Oh, Eivor, wie habe ich dich an meiner Seite vermisst. Wie Eivor. Sehr ich wünschte, du wärst mit mir gereist. Styrbjörn wollte dem Schicksal nicht unser beider Leben anvertrauen. Er war grundlos besorgt. Zusammen sind wir unaufhaltbar. Wasserdesign kann ich bis jetzt noch nicht so viel sagen. Ich meine, ich finde schon mal cool, dass hier jetzt hier ne, diese Wasserspritzer auf der, in Anführungsstrichen, Kamera zu sehen sind. Aber ansonsten hat sich jetzt am Wasserdesign nicht viel geändert. Es ist sehr generisch, das sieht man sofort. Da würde ich tatsächlich sogar fast dazu tendieren, dass es in Odyssey besser aussah. Und in Origins. Origins war wirklich ein richtig hübsches Spiel. Muss man wirklich mal anmerken. Da drüben müssen wir hin. Orden der Welt. Dieser Ort wird gut bewacht. Finde ich so geil mit diesem Kriegshorn. Das ist mit einer der geilsten Momente, wenn du das hörst. So, der erste ist down. Achso, ausweichen ist ja wieder auf alt. Okay. Ist das wieder, aber er ist ja jetzt auf alt. Wie gesagt, ich muss erst ein bisschen neue Steuerung.
Nein, aber das. Zack. So. Zwischendurch noch ein bisschen plündern hier. Wir wollen ja auch ein bisschen was von den Rüstung abhaben. Eine T gedrückt, um eine Fackel auszurüsten. Ah, das heißt, können wir dem jetzt eine Fackel an den Kopf schmeißen? Nein, Mensch! Ich will das nur mal ausprobieren. Also wir müssen wirklich viel Wert darauf legen, nicht getroffen zu werden, da wir halt nicht automatisch heilen. Das macht die ganze Sache schon mal deutlich schwieriger. Das war aber richtig fett Damage. So, gefinished, bam, tot, leck mich am Arsch. Finde und verbrenne die Vorratswagen, ist hier unsere Quest hier zuerst. Okay. Können wir hier noch irgendwas Geiles mitnehmen? Die können wir noch. Ja, nicht nach Valhall schicken, wollte ich jetzt mal sagen. Die können sie uns reich den Toten schicken. Okay, mehr Spaß. So, ich denke mal, hier unten wird auch noch irgendwas sein. Oder auch nicht. Oh, wir haben noch eine Menge Gegner hier. Bei den Göttern! Sterben! Bauen. Gleich den nächsten ranholen hier. Ich meine, das gab's zwar schon in Odyssey, aber auch in Origins. Oh, wir brennen. Aber ich finde es halt wirklich mega gut gemacht, dass jetzt auch wirklich jeder Gegner so seine eigene Gesundheitsleiste hat. Schon ganz cool. Ist halt, wie gesagt, mittlerweile ein RPG geworden. Wie ich ihn einfach nicht treffe, vom Scheißfall. So, gleich der nächste weg hier. Bam! Down! Oh, wir haben bald wieder zwei Fertigkeitspunkte. Hier haben wir irgendwelche Vorratsdinger, die wir dann wahrscheinlich verbrennen können. Okay, da oben haben wir zwei Pfeile. Okay, bringt uns viel. Plündern. Der Gabel der Käse und ein Gartenknäuel. Okay. So, die Tür kommen wir nicht, das heißt, wir müssen hier drüber klettern. Buch des Wissens auf. Wurfaxt. Nice. Das war sogar ein so ein Reichtum-Ding. Cool. Richtig cool. Ich glaube, das war jetzt auch wirklich nur zufällig, dass wir das gefunden haben. So, wir sollen immer noch die Vorratswagen finden und verbrennen. Da ist schon mal einer. Wir können auch sprinten, ich vergesse das immer wieder. Oh, da haben wir einen Gegner. Ich möchte aber erstmal das Ding hier anzünden. Nein. Alter, wir sind übelst am Arsch. Gute. Da kommen Schiffe!